Ich liebe ja solche Partien. Ich hoffe, Sie auch, liebe Zuschauer. Abendspiel, das Flutlicht ist an und ein wolkenloser Himmel. Angenehme Temperaturen. Der Rasen in einem idealen Zustand. Zwei Top-Mannschaften in bester Spiellaune. Also tauchen Sie doch einfach mit uns ein in diese wunderbare Kulisse, in diese wunderbare Stimmung. Das sieht schon einfach grandios aus hier. Eines der beeindruckendsten Stadien in diesem Teil der Welt. Und die Möglichkeit. Großartig vom Keeper. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Perisic. Das wird nichts. Weit vorbei. Da haben sie ganz schnell umgeschaltet, wunderschönen Konterfußball gespielt, aber das Ding nicht reingemacht. Trotzdem eine schöne Aktion. Perisic. Milik. Das ist schlitzohrig. Langer Pass. Tempo-Gegenstoß. Rafa Silva. Das war doch eigentlich eine vielversprechende Situation. Die anderen waren doch da. Warum bindet er sie nicht ein? Er ist vorbei. Und der Keeper ist zur Stelle. Ich meine, da hätten manche Fans schon die Arme oben gehabt. Aber nicht mit diesem Keeper. Wie der sich hochschraubt. So knapp. Das war gut, aber eben nicht gut genug. Kuklar. Er überrascht uns immer wieder, Danny Ings. Am Verteidiger kommt der Ball nicht vorbei. Eckball. Und der Torwart rettet mit der Faust. Milik zeigt in dieser Situation, wie gut er auch defensiv ist. Kompliment auch an den Trainer. Er hat auch seinen Stürmern gesagt, wenn der Gegner den Ball hat, dann seid ihr meine ersten Abwehrspieler. Dennis. Der kann nicht nur defensiv, der packt jetzt auch vorne noch so richtig Geschwindigkeit aus. Hier ist Perisic. Ivan Perisic flankt. Und der Torhüter hat ihn. Einfach nach vorne geschlagen. Einfach super Tag von Bondonga. Stark gehalten. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Abschluss. Gut mitgespielt vom Torhüter. Der kommt an. Er überrascht. Jetzt. Und der passt. Also das Ding, das gucke ich mir in den nächsten Tagen noch einige Male an. Das hat er herrlich gemacht. Die Ballkontrolle stark, wie er sich den Ball vorlegt. Klasse. Und dann dieser Abschluss. Und damit steht's 1-0. Mal sehen, ob sie jetzt auch die Konzentration haben, diese Führung zu verteidigen. Schade. Gewinnt den Ball für sein Team zurück. Und die Kontergelegenheit. Ciro Immobile mit der Chance. Immobile. Und weg ist er. Rock. Rabiot. Bei wem der wohl landet? Langer Abschlag vom Keeper. Gut gelöst, die Situation. Das Ding passt. Jetzt ist Übersicht gefragt.
soeben gerade noch dazwischen gefunkt. Rafa Silva. Das sind auf beiden Seiten viel zu viele leichte Ballverluste. Lovren. Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Das war zu erwarten. Gute Arbeit der gegnerischen Verteidigung. William Carvalho. Sehr gute Defensivarbeit. Sie haben ihnen den Weg zum Tor verbaut. Der geht weit. Coquelin. Ein sauberer Ball. Radim. Das ist das Ende der ersten Halbzeit. Das hat man sich anders vorgestellt, aber noch ist genug Zeit, um das Spiel zu drehen. Man braucht nun ein frühes Tor. Der Anstoß für den zweiten Abschnitt. Die Truppe hat doch noch eine Halbzeit vor sich. Sie müssen den Kopf oben behalten, sie müssen die Schultern breit machen und sie müssen natürlich aufpassen, dass sie jetzt nicht in die Konter laufen. Rock. William Carvalho. Milik steht exzellent. Schlauer Pass. Nein, der war zu lang. Ganz simpel, einfach nach vorne. Lovren sieht, was er vorhat und geht dazwischen. Perisic. Ein schwacher Pass. Und der Pass. Da ist die Chance. Da, Radetzky hält den souverän. Oh, das kann ins Auge gehen. Das war absolut überflüssig, wie er da reingeht. Elfmeter, Logo. Das ist sicher das Letzte, was sie gebraucht haben. Jetzt haben sie die Gelegenheit, ihre Führung auszubauen. Und der Elfmeter ist drin. Kühl und abgeklärt verwandelt. Er verwandelt ganz sicher und souverän, auch weil der Torwart sich für die falsche Ecke entschieden hat. Dieses 2:0 ist schon sehr komfortabel. Ja, ja, es sieht aus, als sollte das hier zu einer ganz einseitigen Angelegenheit werden. Er bringt die Flanke. Schau dir mal die offensiven Spieler an. Also von Defensivarbeit haben die noch nicht viel gehört. Definitiv. Und damit fahren sie schon ein gewisses Risiko. Klar, die sparen jetzt Kräfte, wenn sie vorne bleiben. Die sind natürlich frisch, wenn der Konter gefahren wird. Aber in der Defensive stehen sie dadurch natürlich nicht mehr so solide. Und durch die Mitte. Und ja, das ist die Möglichkeit. Rafa Silva. Er überrascht uns in Danny Ings. Klasse Aktion vom Keeper. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss vereitelt. Einfach richtig stark. Milik. Das hätte ganz leicht ins Auge gehen können. Wenn der Gegner in Überzahl ist, so wie in dieser Situation, dann muss die Aktion sitzen. Eine zweite Chance. Appendrich und noch eins. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das noch mal nehmen lassen. Einen Moment später und er wäre im Abseits gewesen. So ist alles regulär. Und sein zweiter Treffer in diesem Spiel. Damit also steht's 3:0. William Carvalho. Und hier ist wieder Schluss. Rock.
Da hat er den Überblick behalten. Schade. Geht hier ungeschickt in den Zweikampf. Freistoß, klare Sache. Beide bringen neues, frisches Personal. Na, siehe da, sie wechseln gleich zwei Leute aus. Überhaupt keine Frage, der Trainer war zuletzt mit den Abläufen auf dem Rasen. Und ein Schuss. Jetzt ist er drin. Anschlusstreffer wäre vielleicht noch zu hoch gegriffen, aber sie sind wieder im Spiel. Rafa Silva. Und wieder zurück ins Zentrum. Giro. Riesenmöglichkeit. Erstmal weg aus dem gefährlichen Bereich. Draxler. Mit viel Gefühl. Gut abgelaufen. Gefahr erkannt. Gefahr gebannt. Rafa Silva, Immobile, er versucht's. Rabiot, der sieht gut aus. Und er zieht ab. Und das Ding abgefangen. Flankt doch, flankt doch. Die Chance. Also da kommt nicht jeder ran. Rabiot. Hat da wahrscheinlich gedacht, der Keeper wäre schon geschlagen, aber denkste. Wieder. Holt ihn sich wieder. Ganz fein gespielt. Hier ist Immobile. Immobile. Jetzt sprintet er mit dem Ball nach vorne. Jetzt aber. Das ist ein Torwart. Das ist ein Torwart. Eine brillante Aktion. Ausgezeichnete Reflexe. Das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torchance aus. Er springt hoch zum Kopfball. Es fehlten nur Millimeter zum Tor. Ja, da wäre mehr drin gewesen, aber es hat nicht sollen sein. Immobile. Immobile. William Carvalho. Und das war's. Aus und vorbei. Sie sind bis an die Grenzen gegangen und am Ende hat es nicht gereicht. Aber sie müssen hier trotzdem die Köpfe nicht hängen lassen. Hansi, ein bisschen Zeit haben wir noch. Also schnell ein paar Worte von dir zu diesem Spiel. Von wegen Heimvorteil. Am Ende hat der Gast hier die Nase vorn. Ganz knapp mit einem Tor, aber auch das reicht, um den Sieg einzufahren. Und das war's von uns. Ihnen noch einen schönen Abend. Und Hansi, dir vielen Dank für deine großartigen Analysen. Ich muss mich bedanken. Hat wieder mal viel Spaß gemacht.